Hallo zusammen, mein Name ist Max Schulz von InsideWeek.de und in diesem Video stellen wir euch unser neues Projekt vor, und zwar das 10.000 Dollar Trading Konto, welches wir in unserer Insider Gruppe hochhandeln werden. Kurz zu mir: Ich bin diplomierter Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanzen, seit 2 Jahren als Vollzeit-Trader aktiv. Meine Spezialisierung sind Future- und Rohstoffmärkte. Um mein Können unter Beweis zu stellen, habe ich in 2017 in einem internationalen Echtgeldwettbewerb teilgenommen, wo ich mit 111% Rendite den 3. Platz gewonnen habe. Ich habe oben hingeschrieben, 3-mal ist nicht genug, wir machen es noch einmal. Dieser Satz resultiert daraus, dass wir schon 3-mal geschafft haben, ein kleines Konto hochzutreten. Wir wissen quasi, wovon wir sprechen. So, schauen wir uns jetzt die 3 kleinen Konten an. Und zwar das erste Mal, wo wir das geschafft haben, das war mal am Anfang unserer Trading-Karriere. Da sind wir gestartet mit einem Trading-Konto von 14.000 Dollar. Und jetzt ist aktuell, steht unser Konto nach 4,5 Jahren bei 314.000 Dollar. Unten in der Statistik sieht man die Abbildung unserer Gewinne. Das ist ein reines Gewinn ohne den Anfangskapital, und unser reines Gewinn beläuft sich zurzeit nach 4,5 Jahren auf 300.000 Dollar. Das war das erste Mal, wo wir ein kleines Konto hochgetradet haben, allererste Mal. Damit haben wir es aber nicht belassen. Wir traden öffentlich bzw. betreiben unser Blog InsideWeek.de und sind auf Facebook vertreten, wo wir angefangen haben, unsere Arbeit zu posten. Das war vor 1,5 Jahren. Und seit 1,5 Jahren kann man unsere Entwicklung quasi nachverfolgen. Wo wir das gestartet haben, haben wir gesagt, okay, starten wir ein öffentliches Projekt, ein kleines Konto, was wir öffentlich hochtraden werden. Wir sind gestartet am 01.11.2016 mit einem Konto von 16.700. Nach 12 Monaten ist unser Konto angewachsen auf 26.000, und dieses Projekt haben wir am 31.10.2017 abgeschlossen. Hier unten sieht man die Equity-Kurve. Den Erfolg von 2014 konnten wir nicht ganz wiederholen, aber das war weniger unser Ziel. Mehr war unser Ziel zu zeigen, dass man mit unserem Trading-Ansatz, und zwar systematische Vorgehensweise bei der Analyse und Auswahl der Märkte und dem richtigen Trading, Trade-Management und Risiken-Geldmanagement, eine kontinuierliche Wachstum der eigenen Trading-Konto erreichen kann, und damit haben wir es bewiesen. So, das war jetzt noch nicht das Ende, weil das 3. Mal war, wo wir in einem offiziellen Echtgeldwettbewerb teilgenommen haben. Der Wettbewerb startete am 01.01.2017. Anfangskapital war 10.000 Dollar Echtgeld, und Wettbewerb endete am Ende des Jahres und unser Konto stand bei 21.165, und damit haben wir quasi den 3. Platz mit einer Rendite von 111% erreicht. Das war das 3. Mal, wo wir ein kleines Konto hochgetradet haben. Wie der Spruch schon am Anfang der Präsentation war, damit ist nicht genug, wir machen es nochmal. Und zwar, warum machen wir das? Wir machen das, weil wir bei uns in unserer Insider-Gruppe Trader haben, die kleine Konten haben. Um diese Trader mit kleinen Konten zu unterstützen, haben wir diesen Projekt gestartet, damit einfach nur die Trader von uns eine optimale Unterstützung bei uns in der Insider-Gruppe bekommen. Also gestartet mit 10.238 Dollar, aktuell stehen wir bei fast 12.000 Dollar, damit eine Rendite von fast 20%. So, und das Ziel ist, am Ende des Jahres das Konto auf 20.000 hochzutreten. So, wie haben wir es geschafft, 3-mal das kleine Konto hochzudrehen? Was ist unser Erfolgsgeheimnis? Und unser Erfolgsgeheimnis liegt unter anderem darin, dass wir uns für einen funktionierenden Trading-Ansatz entschieden haben. Ein funktionierender Trading-Ansatz ist wirklich A und O, neben dem Fleiß und Bereitschaft zu viel Arbeit, viel Lernen. So, wir sehen hier, wenn ein Trading-Ansatz funktioniert, dann führen folgende Schritte zum Erfolg. Also man arbeitet sich in diesen Trading-Einsatz theoretisch, dann praktiziert wirklich sehr viel diesen Ansatz anhand von realen Trading-Beispielen am besten, beziehungsweise auf dem Demo-Konto,
und das führt insgesamt dann zu einem Erfolg. Wenn der Trading-Ansatz nicht funktioniert, dann können die Schritte sein, praktisch, wo man viel Eigenleistung reinbringt, indem man viel, mit viel Verantwortung an die Sache rangeht, diesen Trading-Ansatz zu erlernen. Also man ist fleißig, man arbeitet viel, dann man praktiziert dieses Trading. Aber dennoch, obwohl die zwei Schritte stimmen, wenn der Trading-Ansatz falsch ist, wenn er nicht funktioniert, dann führt das nur noch zu Zeitverlust, Geldverlust und Enttäuschung und am Ende noch Wut über das Trading. So, aus diesem Grund ist ein funktionierender Trading-Ansatz wirklich A und O. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Zu viele Trading-Ansätze im Internet, wem soll man trauen? Und wirklich, es ist wirklich so, dass heute im Internet sehr viele Leute verkaufen ihre Trading-Ansätze als funktionierende Trading-Ansätze. Und wem soll man trauen? Also wie kann man Spreu vom Weizen trennen? Ich habe ein paar Kriterien aufgestellt. An diesen Kriterien werden die meisten Anbieter im Internet, die ihre Trading-Ansätze als die besten verkaufen bzw. als funktionierende verkaufen, werden höchstwahrscheinlich scheitern, dass man wirklich die nicht funktionierenden Trading-Ansätze aussortiert und dass man praktisch sich für einen funktionierenden Trading-Ansatz entscheidet. So, erster Punkt, Verifizierung durch das selbst durchgeführte Tracking-Record. Das ist dann nun möglich, wenn der Anbieter von diesem Trading-Ansatz darüber hinaus noch die Möglichkeit bietet, an einem zum Beispiel einen Signaldienst anbietet, wo er wirklich die Signale liefert, Trading-Signale, und man kann anhand von diesen Trading-Signalen dann mit der Zeit auch feststellen, ob diese Trading-Signale funktionieren, ob dieser Trading-Ansatz Geld bringt oder nicht. Dann auch ein Trading-Room, in einem Trading-Room, wo die Trades vorher angesagt werden oder wo nur das getradet wird, was angesagt wird, also und zwar das lückenlos. Und dann kann man auch anhand von eigenen Tracking-Rekord, indem man diesen Trading-Room beobachtet und eigene Statistik führt, kann man feststellen, ob dieser Trading-Ansatz funktioniert oder nicht. Und wenn das zum Beispiel ein Day-Trader ist, also der seine Trades jetzt nicht ansagen kann vorher, weil der Scalper ist, dann muss er natürlich einen lückenlosen Livestream anbieten. Also wirklich Livestream, wo wirklich nur die Trades in die Statistik reinkommen, die er in den Livestreams gemacht hat. So, das heißt, man kann durch diesen Verifizierung, durch selbst durchgeführten Trading-Rekord schon feststellen, ob dieser Trading-Ansatz funktioniert oder nicht. So, zweiter Punkt, Verifizierung durch den Dritten. Dafür bieten sich international anerkannte Echtgeldwettbewerber an. Ich würde mich niemals für irgendjemand als Leistung anerkennen, wenn seine Teilnahme in einem Wettbewerb war, welche nicht Echtgeldwettbewerb ist, sondern welche nur auf Demokonten durchgeführt wurde, weil das Traden mit eigenem Geld ist komplett was anderes als Traden auf dem Demokonto. Aus diesem Grund, wenn man sich dann das als Punkt nimmt, ja, das bieten natürlich nicht viele Trader an, aber dennoch gibt es jenige, die dann praktisch das als Aushängeschild bei sich dann auf der Seite machen, was durchaus legitim ist, weil das deren Leistung ist, muss man prüfen, ob dieser Wettbewerb unter Trader international anerkannt ist. Erstens, zweitens, ob das Echtgeldwettbewerb ist oder ein Demokonto-Wettbewerb. So, und dann dritter Punkt, Verifizierung, dass das öffentliche Trading-Projekt, also wo wirklich Trades vorher angesagt werden, das ist genau das gleiche wie Verifizierung durch selbst durchgeführten Trading-Rekord im Trading-Room, das ist das erste Punkt. Aber hier macht das der Trader selber öffentlich, um einfach sein Können unter Beweis zu stellen und dadurch ein Vertrauen zu gewinnen. Das heißt, wenn er traden kann, wenn er wirklich das, was er erzählt, auch das Geld, was er erzählt oder was er aufzeigt, auch verdient, dann ist das für ihn kein Problem, so ein Trading-Projekt durchzuführen, um einfach Glaubwürdigkeit zu erlangen. Also das ist, der kann die Trades vorher ansagen, kann die durchführen und man kann praktisch die angesagten Trades auch man kann das alles nachverfolgen. Und wenn das ein Daytrader ist, weil viele Daytrader sagen, ja, wir können unsere Trades vorher nicht ansagen, weil wir entscheiden uns in Sekundenschnelle oder 5 Sekunden Schnelle, wie auch immer.
Die sollen dann Livestreams machen. Und zwar, man hat die Möglichkeit, jetzt im Facebook einen Livestream zu machen. Auch bei YouTube die Möglichkeiten gibt es. Und jeder seine Daytrading-Session aufnehmen mit allen seinen Trades. Und aus diesen Trades soll dann die Statistik gemacht werden. Und wenn dieser Trading-Ansatz funktionierend ist, dann wird man das an der Statistik sofort erkennen. Zahlen lügen nicht. So. Aus diesem Grund, wie gesagt, es gibt die drei Kriterien, auf die man achten sollte, wenn man sich für einen Trading-Ansatz entscheidet, was im Internet angeboten wird. Und das auf jeden Fall wird sehr viele nicht funktionierende Trading-Ansätze aussortieren. Ich würde auf jeden Fall mich nicht drauf verlassen, wenn irgendjemand sagt, der hat 20 Jahre Börsenerfahrung. Ja, der kann sonst wie viele Jahre Börsenerfahrung haben, weil wir haben viele Leute, die nebenbei traden, haben seit 20 Jahren Börsenerfahrung, sind aber seit 20 Jahren nicht profitabel. Und die können aber sagen, dass die seit 20 Jahren Börsenerfahrung haben. Das ist nicht aussagekräftig. Auch nicht aussagekräftig, wenn jemand erzählt, dass er in einer Bank gehandelt hat. Weil in einer Bank zu handeln ist was anderes als eigenes Konto hochzutraden. Das sind komplett verschiedene Schienen. Man sammelt zwar das Börsenerfahrung, ja, das ist wirklich ein kleines Konto von eigenem Geld hochzuhandeln, ist komplett was anderes als Fremdgeld zu verwalten. Aus diesem Grund würde ich das als Pluspunkt schon hinschreiben, aber das ist kein ausschlaggebender Kriterium. Ausschlaggebender Kriterium ist nachvollziehbare Statistik über längere Zeit. Und die kann man bekommen, wenn man auf diese drei Kriterien achtet. Und für mich ist es ja so, wenn irgendjemand erzählt, dass sein Trading-Ansatz funktioniert, dann hat er kein Problem damit aufzuzeigen, seine reelle Trades, und zwar über längere Zeit, und zwar lückenlos, weil wenn sein Trading-Ansatz funktioniert, dann hat er nichts zu verbergen. Und es ist so, wenn ich ein Auto verkaufe, das welches fährt, ja, welche mackenlos ist, ja, dann habe ich kein Problem mit dem Kunden da Probefahrt zu machen, ja, oder den Kunden da eine Woche lassen, eine Probefahrt zu fahren. Ich habe da nichts zu verbergen, weil das Auto fährt, ja. Und wenn ich irgendwas verkaufen möchte, wo ich erzähle, dass das nur ein Auto ist, ja, und selber zeige das Auto nicht, zeige nicht mal, dass sie fährt, ja, man kann es halt nur von Weitem anschauen, ja, und das ungefähr, was nach Auto aussieht, dann ist ja klar, so ein Auto würden sie niemals kaufen, sie würden ein Auto niemals kaufen, ohne zu sehen, dass das Auto fährt, ja. Also genauso im Trading, ich verstehe nicht, warum die Leute sich entscheiden für Trading-Ansätze, wo keine Statistik gibt, über längere Zeit, und zwar diese Statistik ist nachprüfbar, weil genau das ist das ausschlaggebende Kriterium, weil wir kommen jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo es halt falscher Ansatz ist. Wenn der falsche Ansatz ist, kann man sich sonst wie reinhängen praktisch in das Erlernen von dieser Theorie, von diesem Ansatz. Du kannst viel Zeit verbringen damit, um das zu praktizieren. Aber wenn das ein vornherein falscher Ansatz ist, dann hat man Zeit verloren, das ist das Wichtigste im Leben, man hat Geld verloren und man ist am Endeffekt enttäuscht über das Trading und. Also das alles, dieser funktionierende Trading-Ansatz ist wirklich A und O, und wenn dieser nicht stimmt, dann wird alles andere nichts bringen. Also sie können fleißig sein wie die Biene, das wird sie nie zum Erfolg führen, es wird sie wirklich nur Zeit kosten und Geld kosten. Aus diesem Grund, wenn ihr euch für einen funktionierenden Trading-Ansatz sucht, dann schaut bitte auf diesen Kriterien, und der Anbieter von einem Trading-Ansatz, der euch entweder das coachen möchte oder ein Mentoring-Programm anbietet und alles, wo sie Geld bezahlen müssen und dafür das Wissen bekommen, der soll wenigstens eine von diesen Kriterien erfüllen, wo wirklich ein bisschen Trust, also ein bisschen Glaubwürdigkeit bekommt, dass wirklich sein Ansatz funktioniert. Weil wenn sein Ansatz funktioniert, dann hat er nichts zu verbergen, ganz einfach. Und dann kann er die Trading-Statistik auch liefern, seitdem, ob er jetzt in Wettbewerb teilnimmt oder ob er jetzt ein öffentliches Trading-Projekt macht oder ob er jetzt ein Trading-Room macht. Also das ist wirklich kein Problem. Heute sind die technischen Voraussetzungen dafür gegeben. Man kann jeden Tag einen Livestream machen, und wenn man tolle Trader ist, dann ja, hat man die Möglichkeit, durch Livestream seine Glaubwürdigkeit für seinen Trading-Ansatz zu gewinnen. So, jetzt kommen wir zu unserem Trading-Ansatz. Unser Trading-Ansatz ist Positionstrading nach Code-Daten. Wir haben Ausbildung bei Larry Williams gemacht. Dort haben wir diesen Trading-Ansatz gelernt, den ständig verbessert, ausgeweitet, an dem gefeilt.
Und wir verifizieren uns durch unsere Insider-Gruppe. Das ist eine geschlossene Gruppe, wo wir unsere Trades, die wir ansagen, auch durchtraden. Also das, was wir dort traden, sagen wir an, beziehungsweise das, was wir ansagen, traden wir auch. Unsere Gruppe ist jetzt über 6 Monate alt. Wir sind gestartet am Oktober 2017 und seitdem haben wir in dieser Gruppe auf unserem Hauptkonto 48.000 Dollar verdient. Also die Leute, die uns folgen jetzt diese Zeiten, diese Gruppe, die haben volle Glaubwürdigkeit in unser Trading, in das, was wir ansagen, dass wir auch das durchtraden. Wir sind Positionstrader, wir sagen abends die Trades an, die wir am nächsten Tag durchführen werden und am nächsten Tag genauso lückenlos führen wir die Trades aus. Dann haben wir, um unser Ergebnis und beziehungsweise unser Trading-Ansatz zu verifizieren, haben wir auch im internationalen Echtgeldwettbewerb teilgenommen. Das ist das World Cup Championship of Future Trading, veranstaltet von Robinson. Das ist dasselbe Wettbewerb, wo auch Larry Williams teilgenommen hat, Andrea Unger, also wirklich die Trading-Legenden. Und in denselben Wettbewerb habe ich in 2017 eine Performance von 111% erreicht und damit den dritten Platz gewonnen und damit auch unter Beweis gestellt, dass unser Trading-Ansatz funktioniert. So, Verifizierung durch unser öffentliches Trainingprojekt mit Kontonachweis haben wir durchgeführt. Das ist das dritte Mal, wo wir ein kleines Konto hochgehandelt haben. Wir sind gestartet 2016 im Oktober, haben 12 Monate lang getradet und unsere Kontoauszüge gepostet und haben praktisch unser Konto da, kleines Konto da hochgetreten zum dritten Mal. Also wir haben alle drei Dinge gemacht, weil für mich ist essentiell wichtig, dass ich wirklich nachweisen kann, dass mein Trading-Erfolg, was ich hier vermitteln möchte, dass er funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, man kann natürlich versuchen, ein Produkt durch das Schönreden zu verkaufen und erzählen, dass er der Tollste ist. Also, aber wie gesagt, der Fußball-Kommentatoren oder die Autoren von Kick sind niemals die bestbezahlten Fußballer bei Bayern München geworden. Und das ist genau der Unterschied. Man kann sonst wie schön reden oder schreiben, aber wenn man kein Fußball spielen kann, ja, wird man niemals ein Fußballer bei Bayern München. Genauso hier. Wenn ich trade, dann zeige ich das an meinen Erfolgen. Und wenn ich nicht traden kann, dann kann ich vielleicht schön reden oder schön schreiben. So, schauen wir jetzt nochmal, fassen wir alles zusammen. Richtiger Trading-Ansatz. Wenn der richtige Trading-Ansatz da ist, dann muss man sich mit dem Trading-Ansatz theoretisch auseinandersetzen und das, was man an Theorie bekommen hat, dann auch praktizieren. Das führt dann langfristig zum Erfolg. So, wir haben aufgezeigt, dass unser Trading-Ansatz funktioniert. Und jetzt kommen wir zu dem Theorie-Teil. Also wie man theoretisches Wissen praktisch sich eineignet, haben wir im folgenden Video aufgezeigt. Das findet man bei uns auf unserem YouTube-Kanal Inside the Week. So, da die Videoreihe heißt Traden mit kleinen Konten. Wir haben das Video aufgeteilt in 3 Teilen. Da zeigen wir auf, mit welchen Büchern man anfängt praktisch und wie man schrittweise das Trading mit Kleinkunden aufbaut. Das ist das theoretische Teil. Ein praktischer Teil ist bei uns in unserer Insider-Gruppe Praxis. Also da ist auch so, dass wir dort unser Trader mit Kleinkunden in dem unterstützen, dass wir selber ein kleines Konto traden und die Trader mit Kleinkunden können dann anhand von diesen praktischen Trading-Beispielen lernen. Wir machen parallel sowohl großes Konto als auch kleines Konto. Im großen Konto haben wir mehrere Trades, im kleinen Konto wenig Trades, weil große Konto erlaubt uns mehrere Trades gleichzeitig zu machen. Aber das sind alles praktische Trading-Beispiele auf einem Echtgeldkonto. Und von diesen praktischen Trading-Beispielen kann man dann lernen. Ja, und wenn man ein kleines Konto tradet, kann man zum Beispiel die Trades, die wir auf dem großen Konto machen, auf dem Demo-Konto auszuführen, um sich so auf das große Konto vorzubereiten. So, hier unter dem Video findet ihr den Link zu unserer Insider-Gruppe, beziehungsweise ihr geht bei uns auf unser Blog www.insiderweek.de und da unter unser Angebot findet ihr die Insider-Gruppe. Wir haben die Praxis genannt, weil das ist praktische Erfahrung, das ist genau das, was in dieser Gruppe vermittelt wird. So,
Jetzt habe ich nochmal zusammengefasst, was Insider-Gruppe Praxis beinhaltet. Also am Sonntag setzen wir uns hin und bereiten die Märkte vor. Wie läuft das ab? Also wir beobachten über 40 Future-Märkte und wir suchen immer am Wochenende, bereiten uns für die kommende Woche vor und suchen uns die Märkte mit den besten Setups, die Märkte, die wirklich heiß gelaufen sind und die am nächsten oder beziehungsweise nächsten Wochen dann, wo richtige gute Trends entstehen. Wir suchen die Märkte aus mit Hilfe von wöchentlichen Setups, das heißt auf dem Wochenchart schauen wir erstmal auf die Code-Daten. Die Code-Daten zeigen uns, also wie die Big Play sich positionieren, dann schauen wir uns auf bestätigende Faktoren, wie zum Beispiel saisonelle Trend oder die Stimmung der Masse. Und wenn das alles zusammen im Einklang steht, dann ist dieser Markt bereit. Also da liegt da ein Setup vor. Also die Analyse führen wir über 40 Märkte durch und präsentieren die Ergebnisse in Form eines Videos, wo wir praktisch die Handelspläne, die wir aufbereitet haben, durchsprechen. Ja? Dann besprechen wir auch die Märkte von der letzten Woche, die nicht zum Trigger gekommen sind, die nicht getriggert wurden diese Woche, aber die noch aktuell sind, wo wirklich die Setups noch aktuell sind. Die besprechen wir ebenfalls in diesem wöchentlichen Planvorbereitungsvideo. Und dann analysieren wir noch die offene Position, falls wir offene Position bei uns im Portfolio haben. Unter der Woche machen wir jeden Abend 20.30 Uhr ein Update und wir schicken das in Form eines E-Mails, wo wir konkrete Stops, konkrete Einstiege und konkrete Kursziele aufzeigen. Das gilt immer für die nächste Session. Dann auch machen wir am Samstag nach Analyse alle gemachten Trades. Das ist ultra wichtig, weil das hat auch einen sehr starken Lerneffekt. Wir schauen auf die Trades, die wir gemacht haben, analysieren, ob wir da alles richtig gemacht haben und was wir da besser machen konnten. Das machen wir immer am Samstag. So, darüber hinaus besprechen wir noch jeden Monat saisonelle Trading-Möglichkeiten. Also wir machen eine Auswertung über saisonelle Trends, die jedes Jahr auftreten, analysieren die und wenn die im Einklang mit unseren Handelsplänen stehen, dann traden wir auch die saisonellen Trends. Also das haben wir alles bei uns in der Insider-Gruppe Praxis. Wie gesagt, alle Infos hier unter dem Video. Geht durch den Link bei uns auf unser Blog und schaut euch das an. Vielleicht ist das genau das, was Sie suchen. So, schon kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sind auf Instagram, Facebook und YouTube vertreten. Einfach abonniert uns und schaut auf unseren Kanälen, was wir da alles posten. Also es gibt immer wieder gute Informationen über das Trading und wir kommunizieren auch über diese Kanäle auch unsere Ergebnisse, Wochenergebnisse. Das heißt, man kann da immer nachverfolgen, wie wir uns entwickeln, wie unser Trading-Ansatz sich entwickelt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen oder beziehungsweise ein bisschen aufgezeigt, wie man Stroh vom Weizen trennen kann. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Bleibt fit, gesund und gut gelaunt.